Mehr Rendite, das wollen wir doch alle, davon kann man einfach nicht genug bekommen. Das Problem ist nur, je mehr Rendite wir haben, desto risikoreicher müssen wir uns in der Regel aufstellen. Dass das bei Aktien nicht unbedingt sein muss, das werde ich dir in diesem Video verraten. Und vielmehr verrate ich dir, wie du Aktien konkret findest, die weniger schwanken als der Vergleichsmarkt und trotzdem durchaus besser performen. Es gibt nämlich eine ganz konkrete Kennzahl, an der man messen kann, wie sehr eine Aktie schwankt im Vergleich zum Vergleichsindex. Und das ist eine sehr, sehr gute Größe, wenn diese Kennzahl unter einem gewissen Level ist, dass man eben dort eine nicht so volatile Aktie hat. Und wenn man dann noch die Performance-Maßstäbe drauf setzt und schaut, wie performt diese Aktie, dann kann man durchaus genau solche Aktien finden. Und das ist nämlich genau der Trugschluss, den viele glauben zu denken, dass wenn man mehr Rendite haben möchte, man auch unbedingt mehr Risiko eingehen muss. Das ist bis zu einem gewissen Grad richtig, aber jetzt mal nur bezogen auf den Aktienmarkt, ist das nicht immer richtig. Und ich finde es besonders interessant, Aktien sich anzusehen, die in Krisen besser performen als der Vergleichsmarkt, also krisensicherer sind und auch sonst wesentlich weniger Schwankungen haben. Denn genau das führt dazu, dass man eben auch ruhiger schläft und viel kontrollierter an die Sache herangeht, als wenn man so einen hochvolatilen Wert hat. So, und dass das jetzt auch noch mit hoher Rendite gepaart funktioniert, das habe ich hier auf dem Kanal ja schon öfter mal gesagt. Da müsst ihr euch nur beispielsweise mal die Church & Dwight oder die McCormick & Company Aktie anschauen und messt einfach mal die Performance der letzten 20, 30 Jahren. Schaut euch die mal in Krisensituationen an. Wie viel ist die Aktien runtergekommen? Wie viel ist der Vergleichsindex runtergekommen? Und da werdet ihr feststellen, diese Aktien, die sind wesentlich weniger volatil und bieten trotzdem eine höhere Performance als der breite Index. Das ist natürlich nie ein Garant darauf, dass es auch in Zukunft so ist, aber ich bin ein Freund davon, eben die Vergangenheit zu messen und das eben bei einer Firma, die auch schon mehrere Jahrzehnte existiert, das durchaus als Maßstab für die Zukunft zu sehen, denn es müsste sich ja schon ziemlich viel ändern, wenn diese Firma auf einmal nicht mehr auf diesem Erfolg bei einem langfristigen Aufwärtstrend unterwegs ist und das Ganze ja dann auf einmal nach unten geht. Das kann natürlich immer passieren, ja, aber wie gesagt, ich bin ein Freund der Wahrscheinlichkeiten und ich denke doch, dass wir aus der Vergangenheit durchaus viele Informationen rausziehen können. Und so eben auch die Kennzahl, die ich jetzt hier nennen werde. Und zwar ist das die Beta-Kennzahl. Was hat es damit genau auf sich? Nun, Beta misst einfach die Schwankungsbreite einer Aktie, einer einzelnen Aktie, im Vergleich zum Vergleichsindex. Ja, in Amerika wird es dann der S&P 500 beispielsweise sein. Und dieses Beta, na, das ist quasi von 0 bis unendlich, wenn man so will, kann das gehen. Und um das jetzt besser zu verstehen, schauen wir uns mal an, was bedeutet Beta gleich 1 denn zunächst? Bei Beta gleich 1 haben wir die Situation, dass die Aktie genauso schwankt wie der breite Markt. Geht der breite Markt also um 1-2% nach oben, macht die Aktie das genauso. Wenn das Beta allerdings über 1 ist, dann würde das heißen, dass die Aktie empfindlicher auf Marktbewegungen reagiert als der Vergleichsindex. Und wenn das Beta niedriger 1 ist, und jetzt kommt ja die interessante Stelle, dann bewegt sich die Aktie in der Regel bei Marktschwankungen geringer als der breite Markt. Beta unter 1 ist also hier für unsere Betrachtung für sichere Aktien sehr, sehr interessant. Machen wir mal ein konkretes Beispiel. Angenommen, das Beta ist bei 1,5 für eine Aktie und der Markt geht nun um 1% nach oben oder nach unten. Was würde die Aktie dann machen? In der Regel geht die Aktie dann um 1,5% nach oben oder nach unten. Das ist genau Faktor 1,5. Wenn jetzt das Beta allerdings bei 0,5 ist, also weniger schwankt als der breite Markt, dann würde das bei 1% Marktänderung bedeuten, dass die Aktie nur 0,5% macht. Natürlich ist auch das wieder nur ein Gradmesser aus der Vergangenheit, ist richtig, und kein Garant darauf, dass die Aktie auch in Zukunft wenig oder viel volatil ist. Aber in der Regel hat das Ganze ja Gründe. Da müssen wir uns mal vorstellen, wenn wir jetzt eine niedrig volatile Aktie haben, die oft aus dem Healthcare-Bereich kommt oder aus dem Basiskonsumgüter-Bereich, dann hat das ja Gründe. Das sind ja so Firmen, wenn man sich zum Beispiel Procter & Gamble oder auch hier, wie ich gesagt habe, Church & Dwight anschaut, die machen eben fundamental wichtige Produkte. Die brauchst du immer, auch bei schwachen Konjunktur
Phasen. Ja, also wenn es dir quasi finanziell gesehen nicht gut geht oder egal, anderen Leuten, dann musst du trotzdem noch Klopapier und Pampers für deine Kinder kaufen oder irgendwelche Waschmittel und so weiter. Ja, das heißt, das sind oft Unternehmen, die man genau aus diesen Bereichen dann findet. Und man kann aus einem niedrigen Beta also auch direkt schließen, dass das in der Regel ein etwas krisensicheres Geschäft sein könnte. Jetzt ist nur das große Problem bei dem Beta. Wenn du jetzt hingehst und suchst nur nach niedrigen Betas, da wirst du auch viele Unternehmen finden, die eine ganz schlechte Performance haben. Ja, das könnte ja zum Beispiel auch ein Unternehmen sein, was ein ganz niedriges Beta hat, was die ganze Zeit einfach nur auf dem Strich von links nach rechts läuft, wenn man so will. Diese Aktie schwankt dann so gut wie nicht, aber sie macht aber auch keinen Trend nach oben mit. Und deswegen kann man nie das Beta alleine screenen, oder sollte man nicht, sondern das sollte man natürlich immer auch mit Performance Screening dann noch machen. Ja, dass man schaut, okay, wie war die Performance der letzten Jahre, wie teilen sich die Gewinne auf, ja, steigen die Gewinne und so weiter, wie ist die finanzielle Stabilität, und das kann man ja alles zusammen screenen, um dann eben Aktien ausfindig zu machen, die wenig schwanken und trotzdem gute Performance haben. Und ich möchte euch jetzt mal hier einen Screenshot einblenden, und zwar von finviz.com, wo ich oft Aktien drüber screene, und da sehen wir eben da unten da dieses Beta, diesen Beta-Faktor, den man dort einstellen kann. Ja? Und wenn man den eben aufmacht, dann hat man hier verschiedene Screening-Möglichkeiten, na, ist also bei 1 unter 1, unter 0,5, und das sind genau die interessanten Bereiche, also unter 1 oder sogar unter 0,5. Aber wie ich gerade sagte, da kommt ziemlich viel Schrott raus, wenn man das jetzt einfach nur danach screent, sondern man muss das natürlich immer im Kontext der anderen Größen natürlich betrachten und screenen. Und ganz wichtig ist natürlich, du kannst jetzt nicht blind diese Werte nehmen und sagen, jawohl, der schwankt wenig, ich kaufe den, da kann ich nicht viel verkehrt machen. Diese Aktien, auch wenn sie weniger schwanken, würden in einem Crashfall trotzdem nach unten gehen. Ja, nur in der Regel ist es so, wenn man sich jetzt, wie gesagt, Church & Dwight & Co. mal anschaut, dass wenn der Markt mal um 50 oder wie in der Finanzkrise um 57% korrigiert, gehen diese Werte vielleicht nur um 30%, 35%, 40% nach unten. Was sehr gut ist, weil man dann einfach einen Vorteil hat gegenüber dem Markt, aber das muss man natürlich trotzdem, darf man sich keine Illusion machen, du bist trotzdem noch auf dem Aktienmarkt aktiv und du hast immer noch die Risiken, denn in einer Krise interessiert es keinen, ob du ein tolles Geschäftsmodell hast oder nicht als Unternehmen, da wird erstmal alles abverkauft, das muss einem natürlich auch klar sein. Und ganz wichtig, ja, einer der wichtigsten Punkte ist, wenn du gescreent hast, dann musst du natürlich diese Unternehmen weiter analysieren. Du solltest diese, so mache ich es auch immer, qualitativ dir anschauen und quantitativ, also was kommt auch fundamental dabei heraus. Und erst wenn diese Checks durchlaufen sind, dann kannst du sagen, okay, dieser Wert könnte jetzt wirklich was für mich sein und für mein langfristiges oder auch kurzfristiges Portfolio, je nachdem, wie du aufgestellt bist. Wenn du hier Hilfe brauchst, wie du so eine Strategie entwickelst, wie du gute Aktien findest, wie du so einen Analyseprozess komplett durchmachst und dann auch diese Aktien einsetzt, um maximalen Ertrag zu erwirtschaften durch gute Einstiege, wie auch beispielsweise, dass man da noch weitergeht und beispielsweise das Ganze mit Optionshandel kombiniert und zusätzlich Cashflow generiert, dann kannst du dich natürlich jederzeit gerne melden bei mir, sebastianlegrand.de, einfach mal ein Erstgespräch buchen, völlig kostenlos und unverbindlich. Ich würde mich freuen und dann schauen wir mal, wie wir dich da voranbringen können. Gut, ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Gib mir gerne einen Daumen hoch dafür, wenn das der Fall ist. Ansonsten wünsche ich dir natürlich noch einen wunderschönen Tag, erfolgreiches Aktienhandel. Bis demnächst, euer Sebastian Legrand. Tschüss.